Wir sind jetzt an dem Ort, wo der Grossbrand ausgelöst hat bei Kuhn Rikon am 15. Juni 2015. Das ist ein Rundtisch, wo wir unser Kochgeschirr aussen polieren. Es hat einen Funkenwurf da drin gegeben, das hat dann den Brand ausgelöst, hat einen grossen Teil von unserer Produktionshalle auch beeinträchtigt. Wir sind dann aber glücklich gewesen, dass wir nicht alle Prozesse müssen unterbrechen mussten, sondern dass nur der Prozess vom Aussenpolieren lange Zeit jetzt nicht funktioniert hat. Wir haben dann den Prozess ausgelagert zu deutschen, italienischen und schweizerischen Lieferanten und gehen jetzt aber davon aus, dass wir sehr bald die Anlage, die wir hier sehen, wieder in Betrieb nehmen können. Daniel Lobrist, der CFO von der Kuhn Rikon, hat mir kurz vor dem Mittag per Telefon mir aufs Handy angerufen und gesagt, es sei ein Grossschaden. Dadurch, dass ich den Daniel Lobrist schon kenne und ein bisschen weiss, was in der Kuhn Rikon für Situationen vorhanden sind, habe ich das gewusst, dass es sicher eine grössere Sache muss sein muss, dass er mir gerade so anruft. Ich bin, wie gesagt, dann sofort vor Ort gewesen nach dem Mittag, dass ich überhaupt mal einen ersten Eindruck bekommen habe, was vorgefallen ist. Ja, wir waren sehr froh um die Unterstützung, die wir von der Mobiliar genossen haben jetzt in dieser Zeit. Es hat angefangen am Schadenereignis, als man den Brand hatte. Da war der Vertreter, der Matthias Meyer von der Generalagentur Winterthur, sehr schnell vor Ort gewesen und hat mit uns zusammen den Schaden aufgenommen. Hat auch entsprechende Schritte eingeleitet gehabt. Das war hervorragend gut gewesen. Dann war es so, dass der Schaden an die Direktion weitergeleitet wurde, weil es ein grosser Schaden war. Dort kam dann der Herr Rico Wechsler ins Spiel. Und wir haben in der Vergangenheit wirklich sehr gute, sehr kompetente Begleitung erfahren in diesem grossen Ereignis bei Kuhn Rikon. Neben der eigentlichen Schadenabwicklung war für uns auch sehr wichtig, dass wir sehr schnell Klarheit hatten, dass wir eine gute Deckung hatten. Und die Deckung die kommt nicht von uns selber, sondern das ist halt der regelmäßige Kontakt, den wir mit dem Generalagent, mit dem Erwin Kuhrmann, hatten, wo wir jährlich unsere Deckungen, unsere Versicherungspolicen angeschaut haben. Und wir hatten eigentlich sehr viel Gewissheit, dass wir genug Deckungen haben und dass der Schaden durch Mobiliar abgedeckt werden kann.